Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 9 von Fran Bao. So, wir hier sehen jetzt zum ersten Mal die Zwillinge live, ja. Wir sind gerade in den Pillenmodus gegangen, in den oberen Bereich, und sind dann wieder in den Brunnen runtergefallen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was diese Zwillinge uns zu sagen haben. Du bist... Ja, wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Ich bin sehr verwirrt. Wovon redet ihr? Fran Bao, so heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat. Richtig? Langsam, woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, mir wäre nichts Schlimmes passiert. Ich fühle mich so verloren. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Das sollte ich tun, aber Mami und Papi kommen nie zurück. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen. Dann fühlst du dich gleich besser. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer hat euch diese Dinge über mich erzählt? Hast du Angst, kleine Fran? Natürlich nicht. Ich bin nur neugierig. Das ist alles. Aber vor allem bin ich verwirrt. Du hast noch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, das seine Katze mehr als alles andere liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig, als du ihn in einem Käfig fandest. Hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir erzittern? Ich bin nicht ruhig. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin kein unhöflicher Mensch. Du willst ihn zurück? Ja, bitte. Ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzähle uns, wie du hierher gekommen bist. Eine lange Geschichte. Achso, eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Phil hat mir ein Geheimnis verraten und ich war clever genug, rauszufinden. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Und ich tötete einen Käfer und das war schlimm. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. Und dann machte ich eine Tür und diese Tür führte hierher. Ja, die Geschichte, die hört sich schon ein bisschen komisch an. Aber als ich durch die Tür ging, geschah etwas. Ich erinnere mich an nichts. Ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. Das war, bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonios Haus. Sie mögen Beeren. Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in den Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Sowas träume ich manchmal. Das war auch im Wald und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Fran? Ich bin 10 Jahre alt, aber bald werde ich 11. Und ihr? Wir sind 16, viel älter als du. Also musst du uns gehorchen. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast noch nicht nach unserem Namen gefragt. Wie unhöflich. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Bist du dumm? Ein dummes kleines Mädchen? Ohne Familie? Ich bin nicht dumm. Und ich habe eine Familie. Ich habe Tante Grace und meine Katze. Weinst du? Denn wenn du es tust, bekommst du Ärger.
Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Verstehst du das? Nein, ihr macht mir keine Angst. Befreit meine Katze. Du Idiot, du wolltest es so. Wenn du nicht tust, was wir verlangen, werden deiner Katze schlimme Dinge passieren. Wir werden dich zwingen, ihn zu töten, mit deinen eigenen Händen. Ihr seid böse und vergiftet, aber ich tue, was ihr sagt. Gut, jetzt hört gut zu. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauberei? Ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer, diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau, sonst können schreckliche Dinge passieren. Okay, meine Nase juckt, Leute. Es ist Allergiezeit wieder ein bisschen. Warum könnt ihr es nicht selbst tun? Wir können es nicht tun. Es würde uns töten. Weißt du, wir waren nicht immer so. Wir waren einst zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Ihr meint, ihr wurdet nicht so geboren? Eines Nachts vor langer Zeit erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. Er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssen. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist. Und er wird es bereuen. Das klingt sehr gruselig, aber ich denke, ich muss es tun. Für mein Kätzchen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. Und weil du ein blödes Mädchen warst, wirst du nicht mal mit deiner Katze sprechen können. Du wirst warten müssen, bis wir zurück sind. Oh bitte, lass mich mit ihm reden. Lass mich ihn füttern. Nein, das kannst du nicht. Oh, Schabracke und Schabratzki. Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du, du dummes, dummes Mädchen? Ich hoffe, ich kann euch wehtun. Wenn ich das jetzt wieder mache, lande ich dann wieder in den Brunnen. Jo, alles klar, dann lassen wir das mal. Wir gehen nochmal hoch. Ich war ja noch nicht in dem... Ich glaube, ich konnte noch weiter links gehen. Oh Gott. Oh, oh, oh. Das ist aber schön hier. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er soll. Er hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht ist es nur Dekoration. Okay. Da ist das Monster. Und so viel Blut. Da bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Hält er da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Eine Mami, die zwei Babys hält. Ich frage mich... Das sieht wie ein sehr... Achso. Ich frage mich, was soll das mit den Puppenköpfen und den Rosen? Well, that's super creepy. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Puppen sind wie leere Menschen. Hallo Puppe, wer hat dich denn gefangen? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. Ah, diese Spielzeuge sind so hässlich. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Ey, was habe ich hier für bizarre Sachen am Start, meine Lieben? Warte mal, das untersuchen wir mal. Den alten verlorenen Jungen beschwören. Verloren in der Dunkelheit, verloren in Tränen.
Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Man braucht das Herz eines Frosches, den Kopf einer jungen Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze, ein Pentagramm aus Asche, die verkohlte Leiche eines Fuchses. Ach du liebes Bisschen. Herz eines Frosches, keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Kopf einer jungen Jungfrau. Vielleicht kann ich dann endlich einer von diesen beiden Schabackenschwestern den Kopf abschneiden. Haar und Blut einer schwarzen Katze. Ja, ein Pentagramm aus Asche. Asche haben wir da. Ah ja, Asche ist ja in dieser. Es tut mir leid, meine Nase juckt ohne Ende. Asche haben wir auch. Die verkohlte Leiche eines Fuchses. Wir haben den Fuchskopf gesehen. War da auch der Körper? All dies muss zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Manambu kaksnai, o manai. Irk bonde ir ibure, esh ibure mon. Kaksnai mabuka, ibure fivan, fivern. Okay, das Parfüm riecht wie ein Teenager. Schön, sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Okay, kann ich auf dem Bett was sehen? Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Tante Grace hat das Bett bestimmt frisch bezogen. Ich liebe es, meinen müden Kopf auf ein sauberes Kissen zu legen. Überall weiße Kerzen. Okay, wir machen das hier, falle ich wieder in den Brunnen. Alles klar. Das scheint mein Schicksal zu sein, in diesen Brunnen runter zu plumpsen. Okay, dann bin ich jetzt auch eine Etage tiefer. Wir können uns noch weiter... umschauen. Hallo? Wer bist du? Kannst du mich nicht hören? Ich bin Fran. Okay. Oh mein Gott, der Geruch. Ach du Scheiße. Armes Mädchen, wer hat dir das angetan? Und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen um mich beschützen. Jance, The Blueberry Tree, Volume 2. Antonio the Greatest, Luciano Miran, Queen of Meat. Der hat in einer Band gespielt. Wie geil ist denn das, bitte? Okay. Hä? Warte mal. Ist das die große Ameise aus dem Wald? Ach nee, ich wollte noch weiter. Er könnte es sein, nur etwas jünger. Jance, ich glaube, den Namen habe ich schon mal gesehen. Jo, haben wir. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Oh, er funktioniert. Ich sollte lieber leise sein. Schade. Oh, eine Schreibmaschine und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben, aber ich brauche Papier. Und ein guter Autor muss erst wissen, was er schreibt. Ich dachte, ich kann hier draußen das Fenster anklicken, aber hier ist eine Eule. Eulen und Katzen ähneln sich schon ein bisschen. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Okay, hier kann ich sonst nichts mehr anklicken. Und da ist eine Katze. Viele kleine Gemälde und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Andere Dinge auch, aber ich bin nicht groß. Ich mach mal hier. Lande ich wieder im Brunnen? Man weiß es nicht. Ja, alles klar. Okay, dieser Brunnen ist also essentiell. Wir gehen hier nochmal hoch. Eieieiei. Die Stufen enden an einer Wand. Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Können wir hier nicht durchs Fenster? Das ist so auffällig offen. Anscheinend nicht. Hier
kann ich mir den Kerzenständer noch angucken? Brennende Kerzen. Okay. Ich gehe mal in die Küche. Die haben gerade gesagt, wir sollen irgendwas mit viel Wasser kochen, ne? Kann ich diesen Kessel voller Wasser machen? Ja, schon wieder. Ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist er? Ich nehme mal eben den Topf. Wenn ich Wasser anaufdrehe, kommt vielleicht Wasser raus. Sehr gut. Ich versuche jetzt mal eben, hier Sachen zu kombinieren. Damit das klappt, müsste das Wasser kochen. Ah. Okay, machen wir mal aus. Können wir hier raus? Oh. Oh nein! Da stand doch das Herz einer Kröte, oder? Hey du. Ja, wer spricht da? Ach so, er hat gesagt, hey du. Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt's? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue den Mädchen nicht. Warum sagst du das? Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte. Und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche wegzukommen, komme ich wie von Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Ein Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertrau ihnen nicht. Das ist schrecklich. Darum ist meine Katze also hier. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Nun, das könntest du sein, wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Aber was soll ich denn tun? Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ? Ich gebe mein Bestes. Und Mädchen, bitte rette uns alle. Ich will wirklich hier weg. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Ein rostiges altes Fahrrad mitten auf einer Insel. Ich glaube, damit käme ich nicht weit. Um das Haus herum ist nichts als Wasser. Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Rosa Rosen. Au, ich habe mich in den Finger gepiekst. Böse Rosen. Muss ich die Kröte jetzt töten? Ich gehe erstmal hier wieder. Das will ich jetzt nicht. Wo war denn der Herd, meine Lieben? Hier. So, jetzt schaue ich mal, ob ich den hier draufstellen kann. Benutzen. Oh, ich habe vergessen, das Feuer anzumachen. Okay, dann machen wir das mal. Benutzen. Okay, dann machen wir das. Benutzen. So, ich, keine Ahnung, was ich jetzt hier... Ich mache mal benutzen. Ich weiß nicht, ob das in eine Suppe reingehört. Ich muss ein Rezept finden. Ah, wir brauchen ein Rezept. Ah, okay. Aha. Okay. Ich gehe jetzt erstmal nochmal hier in die in das Dingen rein. Und jetzt habe ich... Ich versuche mal eben, ob der Besen als Überbrückung reicht. Ich will wissen, was in dieser Flaschenpost drin ist. Jawohl, alles klar. Sieht stabil aus, mal sehen.
Böses Besenstück. Böse, böse. Ja, und jetzt? Das ist natürlich jetzt Schissel, ne? Gehen wir nochmal dahin. Was können wir da noch reintun? Wo finde ich denn hier ein Rezept? Wo war ich denn noch nicht drin? Kann ich das kombinieren damit? Das versuche ich sicher nicht. Oh, alles klar. Alles klar. Hier können wir nicht mehr hin, ne? Mal sehen, was muss ich noch tun? Einige Zutaten fehlen. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich probiere das jetzt einfach mal. Benutzen. Ich weiß nicht, ob das in eine Suppe reingehört. Ich muss ein Rezept. Wo finde ich denn ein Rezept? Wo war ich denn noch nicht? Oh, nein. Ach, hier muss ich das X drücken. Alles klar. So, da war ich draußen mit der Kröte. Da habe ich auch nichts übersehen. So, dann haben wir hier... Also, wir müssen jetzt das Rezept zusammenbauen. Ich mache hier mal einen Cut. Wenn die Folge noch nicht lang genug ist, schneide ich natürlich sofort wieder was dran. Ich sehe das aber immer erst, wenn ich gestoppt habe. Dann zeigt er mir die Laufzeit an. Also, wir brauchen jetzt immer noch was, um darüber zu kommen. Ich dachte, der Besen wäre das Rätsels Lösung. War er aber nicht. Jetzt müssen wir irgendwas anderes finden. Wir brauchen das Herz einer Kröte. Ich hoffe nicht, dass wir diese Kröte gleich töten müssen irgendwie. Aber wir scheinen erstmal noch ein Rezept zu brauchen. Haben die Zwillinge uns nicht vorhin gesagt, dass sie uns ein Rezept geben? Also die haben uns zwar diesen Zettel gegeben, aber da steht ja irgendwie nichts drauf. Nicht wirklich. Da steht nur, also die redet die ganze Zeit von der Suppe, da steht ja irgendwie... Wir gucken mal, wir gucken uns gleich nochmal das Rezept an, was die Fran bekommen hat. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir da was zusammenschustern können. Ich danke, oder wahrscheinlich wird das erst in einer neuen Aufnahmesession sein, weil ich jetzt mal kurz unterbrechen muss. Aber die, ich glaube, die wird nicht so viel später kommen. Mal sehen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.